Bevor am 12. November der Netzwerktest, das neue Open-World-Spiel von From Software, zehntausenden Spielern für einige Stunden zugänglich macht, konnten Elena Schulz aus der GameStar-Redaktion und Dennis Michel von der GamePro bereits jeweils 15 Stunden lang durch die Welt von Elden Ring schreiten und reiten. Und damit wir ihre Erfahrungen und ihr Fazit auch in Videoform anbieten können, haben sie mir jede Menge selbst aufgenommenes Gameplay-Material aus der PlayStation 5-Version von Elden Ring zur Verfügung gestellt. Das zeige ich euch jetzt und fasse ihre Eindrücke aus den beiden umfangreichen Anspielartikeln zusammen. Dieses Video wird euch präsentiert von Wild Rift. Steig direkt ein und stelle im Team 5 gegen 5 deine Fähigkeiten unter Beweis. Ganz einfach und komplett kostenlos mit Wild Rift auf deinem Smartphone. Schlüpfe in bekannte Charaktere aus der Serie und aus League of Legends und schlage dich durch kurze, actionreiche Wettkämpfe. Stelle dich in abwechslungsreichen Events spannenden Herausforderungen. Ab dem 9. November könnt ihr zum Beispiel Weiß und Jinx Skin aus der Serie freischalten. Worauf wartest du noch? Join our world und werde Teil von Runeterra. Zunächst mal die Bestandsaufnahme. Elena und Dennis konnten nach dem Tutorial das Startgebiet namens Limgrave und einen Teil von Schloss Stormvale, dem ersten der sogenannten Legacy Dungeons von Elden Ring, erkunden und haben dabei nicht nur die Änderungen am Kampfsystem und die neuen Schleichoptionen ausprobiert, sondern sind auch gegen mehrere Bosse angetreten und haben vor allem die Open World erkundet. Das ist schließlich die große Neuerung von Elden Ring, verglichen mit den früheren Souls-Spielen von From Software, die zwar durchaus auch offene Metroidvania-Strukturen hatten, aber nie eine so weitläufige Open World, wie wir sie beispielsweise aus Spielen wie Zelda Breath of the Wild kennen. Und ich erwähne Breath of the Wild hier nicht ohne Grund, denn meine beiden Kollegen beziehen sich jeweils auf den modernen Nintendo-Klassiker, wenn es um die Faszination der Open World geht. Ähnlich wie in Links Abenteuer auf der Switch strotzt nämlich auch die Open World von Elden Ring mit vielen interessanten und einzigartigen Orten am Horizont und lädt dazu ein, noch die entlegensten Winkel der Welt zu erkunden. Und das alles, ohne dass sich dieses Erkunden wie das Abarbeiten einer mit Fragezeichen vollgestopften Karte anfühlt, wie es bei den Ubisoft Open Worlds schnell mal passieren kann. Anders als in Zelda Breath of the Wild fühlt sich das Durchqueren der neuen Open World aber längst nicht so vielseitig und geschmeidig an. Trotz der neuen Sprungtaste merkt man der Engine dann doch ihre oft etwas stachsige Vergangenheit aus früheren From Software-Titeln an. Aber immerhin verbraucht ihr außerhalb von Kämpfen jetzt keine Ausdauer mehr. Elden Ring ist also tatsächlich wie ein Dark Souls 4 mit einer Open World, im Guten wie im Schlechten. Soll heißen, ihr müsst Feinden mit Bedacht begegnen, weil selbst Ratten oder Wölfe euch in Gruppen leicht überrennen. Ihr behaltet Leben, Ausdauer und Magie im Blick, rollt weg, blockt und pariert. Ihr pfeffert Gegnern leichte und schwere Schwertstreiche ins Gesicht oder spießt sie auf, wenn ihr sie aus der Balance bringt. Jeder Schlag hat Wucht und jede Entscheidung Gewicht. Ihr bewegt euch dabei dann jedoch so träge, dass schnelles Umdenken nicht so leicht möglich ist. Deutlich flinker seid ihr mit Dolchen oder Speeren unterwegs, während ihr mit Magie oder Pfeil und Bogen auf Abstand bleibt. Sterbt ihr im Kampf, verliert ihr eure mühsam verdienten Runen und landet an der letzten Site of Grace, den Leuchtfeuern von Elden Ring. Dort levelt ihr auf, verfrachtet Items in eure Truhe und verteilt Tränkeladungen je nach Schwerpunkt auf Heilung oder Magie. Und wie in Dark Souls sammelt ihr verlorene Runen am Todesort auf und müsst euch in den brutalen Bosskämpfen mit Items gegen Spezialeffekte wie Gift oder Wahnsinn wappnen. Jeder Gegner erfordert Geduld, Präzision, Timing und die richtige Strategie. Gleichzeitig ist Elden Ring aber auch überraschend zugänglich, weil es euch viele Optionen an die Hand gibt, vom Schleichsystem über die Charakterklassen bis zu den Waffenkünsten, mit denen ihr Waffen und Schilde mit Spezialeffekten wie Blitzangriffen verbessern und oft anpassen könnt.
Zudem könnt ihr Ausrüstung wieder aufwerten und wer Erfahrungspunkte sammeln will, kann sich sicher sein, dass die Gegner nach einer Pause am Rastplatz fast alle wieder an gewohnter Stelle auftauchen, sowohl in der Open World als auch in den Dungeons. Das wirkt in der Open World dann aber leider auch etwas steif, weil wir von modernen Genrevertretern durchaus mehr Dynamik gewohnt sind. Hier kommt die Kombination von Dark Souls und Open World dann an ihre Grenzen und zeigt, dass ein Spiel wie Breath of the Wild das offene Weltkonzept dann doch tatsächlich weiterzuentwickeln wusste, statt es nur auf ein bekanntes System zu übertragen. Ganz im Sinne der Dark Souls-Tradition wirkt Magie zudem aktuell noch ein bisschen zu stark, besonders im Vergleich zu reinen Schwertkämpfern. Aber das gibt Neueinsteigern natürlich auch Hoffnung, den genretypisch hohen Schwierigkeitsgrad vielleicht etwas zu entschärfen. Insgesamt scheint es jedenfalls durch die vielen Spiel- und Kombinationsmöglichkeiten einfacher, besonders schwere Situationen in den Griff zu bekommen, zumal man im Notfall ja auch einen Koop-Mitspieler beschwören kann. Auch wenn das Souls-Spieltypisch immer noch etwas umständlich ist und ihr die Verbindung zu eurem Begleiter auch gleich wieder verliert, sobald ihr mal gestorben seid. Nachdem Publisher Bandai Namco vor einigen Tagen das erste lange Gameplay aus Elden Ring veröffentlichte, gibt es um eine Änderung besonders viele Diskussionen, nämlich um den deutlich verringerten Fallschaden im Vergleich zu den Souls-Spielen. Der macht das Erkunden der Welt natürlich deutlich leichter, auch die neue Sprungtaste hilft da ungemein. Andererseits sind ungewollte und bestrafende Stürze in die Tiefe eigentlich auch ein Teil der Souls-DNA, der hier etwas verwässert wirkt. Aber ein Open-World-Spiel stellt vielleicht einfach ein bisschen andere Anforderungen und während es zur Orientierung jetzt erstmals auch eine Karte gibt, die man nach und nach freischaltet, könnt ihr auch fast überall in der offenen Welt ein magisches Reittier herbeizaubern, mit dem ihr schnell von A nach B kommt. Ihr könnt sogar auf dem Vierbeiner in den Kampf ziehen. Außerdem gibt es Schnellreisen und zusätzliche Checkpoints und auch das Aufwerten der Waffen ist weniger umständlich, was zu mehr Rumexperimentieren einlädt. Beim Kerngameplay solltet ihr allerdings keine Innovationen erwarten. Abseits der Sprungtaste und der Möglichkeit zum direkten Schleichen gibt es beispielsweise keinen Greifhaken wie in Sekiro oder die Möglichkeit, nach kassierten Treffern mit schnellen Gegenangriffen ein paar Lebenspunkte zurückzuholen wie in Bloodborne. Dafür liefert die neue Open World mit Wetter- und Tageszeitenwechseln aber eine tolle Atmosphäre, die für Stimmung sorgt, selbst wenn die Technik an einigen Stellen wohl doch recht angestaubt wirkt. Elden Ring kann solche Limitierungen aber, genau wie frühere Souls-Spiele, oft durch seinen Stil wettmachen. Zumal die Gegner und Umgebungen und auch die eigene Ausrüstung, bei der es wieder jede Menge absurde Rüstungssets gibt, durchaus viele Details bieten. Alles in allem hat die erste längere Anspielgelegenheit auf jeden Fall ein Spiel gezeigt, dessen Welt zum Erforschen einlädt und das die bekannten Souls-Systeme in einen ungewohnt großen Rahmen versetzt. Zugleich will From Software mit Elden Ring ganz offensichtlich die Zugänglichkeit des Genres steigern, indem es so viele Möglichkeiten für die Entwicklung der Spielfigur gibt. Das wird mancher Serienfan vielleicht als Verwässerung des Hardcore-Ansatzes empfinden. Wer jedoch bislang Berührungsängste mit dem Genre hatte, für den könnte Elden Ring durchaus besonders spannend sein.
Nur die Open World bleibt teilweise etwas ungenutzt. Nicht so sehr im Sinne einer erkundbaren Welt, da kann Elden Ring eine ähnliche Faszination auslösen wie auch schon die früheren, wesentlich engeren Souls-Spiele, sondern eher im Sinne der Gameplay-Möglichkeiten, die hier noch etwas stiefmütterlich genutzt werden. Aber hey, From Software ist ja auch noch neu im Genre und bislang haben wir nur rund ein Sechstel der Open World gesehen, also schauen wir mal, wie das Gesamtwerk rüberkommt, wenn es Ende Februar für PC und Konsolen veröffentlicht wird. Wenn ihr mehr Details über Elden Ring erfahren wollt und nochmal genau die Fazits unserer Redaktion nachlesen möchtet, findet ihr die ausführlichen Anspielartikel auf GameStar.de und GamePro.de. Bis zum nächsten Mal, euer Fritz.